Hallihallo, liebe Freunde, lange nicht gesehen, doch wieder erkannt. Mein Name ist CajunLP und wir spielen Bully die Ehrenrunde. Let's play! Yeah! Und ich habe jetzt. Warum. Ach so, ich schwänze gerade. Und ich hoffe, euch geht's genauso gut wie mir. Mir geht es großartig, sage ich euch, Leute. Großartig geht's mir. Und ich freue mich auch schon auf das tolle Community-Projekt, was hier so ein bisschen nebenbei läuft. Das wird auch richtig nice. Ach du Scheiße, hau ab! Nicht schon wieder! Nein! Auch schön den Sack gekniffen. Haha! Ja, so muss das sein. Leg dich nicht mit mir an. So, hier schnell drüber gehoppelt. Da kann er nämlich gar nicht drüber, der alte Knochen. Ah, oh, er hat's doch gemacht. Verdammt. Okay. Ich wollte eigentlich zur Schule. Aber, wie ich da jetzt hinkomme, weiß ich auch nicht so genau. Ach du Scheiße, jetzt jagen die mich noch, oder was? Was habe ich denn hier noch an Abwehrsachen? Ach du Kacke, hier hätte ich nicht hingehen sollen. Ja, nichts habe ich an Abwehrsachen. Aber was ich habe, ist natürlich... mein Roller habe ich. Und den werde ich auch benutzen, denn wir werden heute... Ach du Kacke, hau ab da jetzt. Ich fahre dich über den Haufen, du Noob. Wir werden nämlich heute die Hauptmission abstarten, also den tollen roten Stern. Und ich frage mich überhaupt, warum ich mir den Helm geholt habe, wenn ich sowieso nicht damit rumfahre. Wahrscheinlich, weil es mir zu blöde ist, jedes Mal zum Schrank zu laufen und den Kackhelm aufzusetzen für so eine kurze Fahrt. Wir sind sowieso den ganzen Tag unterwegs. Ich kann mich doch nicht dreimal umziehen, ich bin doch kein Mädchen. Mann. So, wir fahren hier rum. Und da ist die coole Bulli-Mucke wieder im Hintergrund. So. Hier die ganzen Elvis-Rotznasen. Ach, scheiße. Okay, das war schon mal falsch. Aber irgendwo hier geht's ja weiter. Und zwar... Warte, hier ist es. Hier ist der Stern. So, schnell ab. Hau, du Fettsack! Geh runter von mir! Gibt's ja gar nicht. Wenn Elvis so viel gewogen hätte wie du, dann wär schon viel früher gestorben. This sucks. There's never anything good on TV. What? War footage and natural disasters doesn't do it for you? Nice place you guys have found. I think I'll take it. What do you want, Hopkins? I want you gone. Get lost. Ach du Scheiße! Was machst du denn, Jimmy? Du kannst dich doch nicht anlegen hier mit den Leuten da. Ich muss es wieder hier. Der Fettsack, oh Kacke. Den kriegst du doch gar nicht tot. Mist. Ab von allen Seiten kommen sie auch hier. So, hier schön in die Nüsse getreten wieder. Hier, dreh dich doch mal um, Bully. Bully sei schon hier. Cajun, wie heißt er denn? Keine Ahnung. Hier, er kriegt alle drei gleichzeitig. Oh, der ist an die Decke geflogen. Habt ihr das gesehen? Todesgeil. So. Und eine Cola könnt ihr auch mal einer troppen. Aber ich sehe schon. Da liegt sogar eine. Alter! Und da liegt auch noch eine. Wunderbar. Du Scheiße! Wie? Sehen die mich gar nicht, oder was? Hahaha, die Kacklappen. Ja, dann wären wir doch mal hier ganz frech. Ah, einer hat mich gesehen. Mist. Hau ab! Geht weg! Scheiße! Okay, war doch keine so gute Idee. Jetzt aber. Hua, hu, ha, hey. Zack, zack. Nein, schön ins Rückenkreuz getreten. Komm, verzieht euch. Gibt's doch gar nicht. Alter, was für ein Haken. Schön treten immer, Bully. So ist richtig. Ach, ich sag immer, Bully Jimmy heißt er. Meine Güte. So, wir haben's geschafft. Yeah. Das Greaser Clubhaus gehört mir. Mit Speicherbuch. Ehrlich, Freunde. Ehrlich. So, noch eine Coke. Für den Durst danach war ja auch eine echt schwierige Schlacht. Und ist das ein Transistor? Nee, das ist nur ein Kackradio. Scheiße. Alles abgeschlossen hier. Aber hier haben wir einen tollen Schrank. Wo ist der Helm? Nee. Sturzhelm. Jawoll, da ist er. Und der passt ja ausgezeichnet. Let's Plays mit Feuer. So sieht's aus. Und deswegen auch dieser tolle Helm.
Und wir werden direkt. Alter, sogar der Roller ist noch da. Normalerweise wird in dieser miesen Gegend immer geklaut. So, und wir fahren jetzt direkt zum nächsten Stern. Der ist hier gleich ums Eck. Und ich bin gespannt, was wir hier Tolles machen dürfen. Lolas Rennen? Nein, kein Rennen, bitte nicht! Of course I love you, Johnny! No, you don't. Love is complicated. That didn't seem complicated between you and that Gordo kid. I'm gonna kill him! Johnny, please! We've been over that. He's sweet, but it was so innocent. Get off! Oh, I love it when you get angry, Johnny. I really do. You're so bestial. Hey, Jimmy. Hey! What are you doing here? Looking for you, Johnny. At Lola's house? Yeah. Be nice to each other. You know what I like about you two. You're both so straightforward, so quick to judge, so fast. Ain't no one fast like me. Really? So you could beat Jimmy in a race? Definitely. I heard he was pretty fast. This little twerp? Give me a break. Oh, I think we've got a little challenge. I just love challenges. They make me so excited. So, und jetzt geht's los hier und ich muss hier kacke Fahrrad fahren wieder. Scheiße, Mann. Oh, fuck, Alter. Alter, ich hab meinen Roller. Leute. Leute, ich hab meinen Roller. Ich fass es nicht. Wie geil ist das denn, bitte? Wie geil ist das denn? Ja, dann macht das natürlich richtig Spaß hier. Können wir die hier in Ruhe wegknüppeln? Ja, da kann ja gar nichts schief gehen. Da kann ich ja hier ganz chillig durchs, durch Ziel rollern und so. Dim, dim, dim. Da kann ich ja ein Lied. Ach du Scheiße. Und die Strecke ist schon ein bisschen mistig. Aber ich muss wenigstens nicht die ganze Zeit hier auf den Knopf drücken hier zum Beschleunigen. Alter, ich kann die auch einfach über den Haufen fahren. Das ist ja auch geil. Ja, das werde ich jetzt auch nutzen. Uah. Okay, hier hat er seine Schwächen ein bisschen. Komm her, du. Ich box dich ins Nirvana. Also das ist ja richtig easy hier mit dem Roller hier lang zu cruisen. Das ist auch mal tipptopp. So, den haben wir ausgenockt. Den fahren wir hinten rein. Und der zieht uns wieder ab hier, oder was? Den fahren wir auch nochmal hinten rein. Boah, Alter. Was für komische Geräusche hier aus den Kopfhörern kommen. So, so wird es nämlich gemacht. Ach du Scheiße. Let's play Bully. So wird es gemacht. Genau, richtig schön mit fiesen und unfairen Tricks. So muss das nämlich sein hier. Aber die sind ganz schön schnell unterwegs mit ihren komischen Krötenrädern. Ah ja, was soll's. So, was habe ich denn jetzt hier? Eine Sammelkarte nebenbei noch gekriegt. Das ist ja klasse. Und Leute, es ist viel entspannter, wenn man hier auf diesem Nobelhobel sitzt, als wenn man hier die ganze Zeit drücken muss. Mit hier, mit Knopf und so. Also ich hoffe, das ist der richtige Weg. Du Scheiße, der eine Typ hat eine Abkürzung genommen. Aber ich bin trotzdem noch vor ihm da mit meinem... Scheiße, jetzt habe ich es verkackt. Mit meinem motorisierten Vehikel. Mit meiner Schwalbe. Oder wie das heißt hier. Wie heißt der Roller überhaupt? Aber bestimmt irgend so ein... ein ausländisches... Ach du Schande. Ausländisches Teil. Jetzt werfen sie mir auch noch Bäume hier in den Weg. Aber mein Roller ist flink und wendig. Da ist schon wieder irgendwer hinter mir. Scheiße. So, wie lange geht denn die Strecke hier noch? Also nicht, dass ich hier nicht noch ewig rumdudeln könnte. Mit meinem... Rollerchen. Komm her, ich fahr dir hinten rein, du Lappen. Scheiße, 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 scheiße. Alter, meine Energie ist ja auch schon wieder jenseits von Gut und Böse. Ich darf mich gar nicht mehr kloppen hier großartig. Ah, fuck off, wie soll ich das denn machen? Boah, genau so mache ich das. Oh, Alter, Leute, was geht? Wow, 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 wow. Okay, alles cool, alles cool. Müsst ihr weiter... Scheiße. Müsst ihr beide am Ziel sein. Oh, nein, ich verkacken auf den letzten Meter. Nein, 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 nein. Yeah! Ich werde meinen Roller immer mitnehmen.
zu allen Rennen. Das ist ja richtig geil. Well, of course my bike wasn't tuned right. I'm gonna head to the shop and do some work on it. More bike talk? I'll meet you guys later. I've been waiting for this. Yeah, ich krieg ein Küsschen. Das ist ja herzallerliebst, Lola. Und Lola mag mich jetzt. Ich werde hier noch zum großen Aufreißer. Das ist ja richtig nice. So, ach komm hier, geh weg da, Polizistmann. Polizistmann, hä? Und wo ist überhaupt mein Moped? Ich hab doch hier... Ich hab euer Clubhaus, ich hab euch im Rennen geschlagen. Jetzt hört auf, mich zu verfolgen, ihr Lutscher. So, wo ist mein Moped? Das gibt's doch nicht, dass mein Moped jetzt weg ist hier. Gibt's hier eine Garage in der Nähe? Ja, direkt hinter mir natürlich. Oh Mann, ich raste aus hier. Verdammt. Ach, hier, die alte Oma, die tut mir ein bisschen leid. Habe ich Murmeln dabei? Ach, leider nicht. Naja, was soll's. So, ach, hier ist schon wieder fast... So, wo ist es denn? Hier müsste doch ein Garagendach sein. So, ruf da mit dir. Und schön erstmal, wo wollen wir denn hin hier? Wo wollen wir hin? Alter, tickst du nicht ganz sauber, oder was? Es gibt's doch nicht. Wie ein Henker kommt er hier um die Ecke geschossen. Ach komm, heiz ab. Ja, man merkt halt, wir sind... Ach, jetzt ist hier alles dicht. Wir sind hier halt eben im Ghetto. Und wie das im Ghetto nun mal so ist, da treibt sich meist nur Gesindel rum. Und natürlich ein paar Polizisten. Die sind aber zumeist auch noch käuflich. Von daher geht's den Jungs hier in der Hut eigentlich ganz gut. Glaube ich. So, hier aufpassen, dass ich keinen über den Haufen fahre. Außer halt hier diese Elvis-Freaks da. Ach du Scheiße, hier war ein Stern. Oh, so, jetzt dreh dich doch endlich um. So, den nehmen wir nämlich auch noch mit. Vielleicht ist das die finale Mission. Das Miets... Alter! Aber ich bin froh, dass ich einen Helm auf habe. Hier. Kann er mir nämlich nichts anhaben hier. Der lila Launebär. Hier, zack, in den Sack. Geht's wieder rein. Bam, bam, Junge. So, verzieh dich. Und du lässt mich auch in Ruhe da hinten. Verstehst du? Und du bleib weg von meinem Roller. Kannst drauf aufpassen. Mann, Mann, Mann. So, ich verabschiede mich. Der Part ist schon wieder um. Und sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Cajun LP. Ciao.